Umgang mit Wehmut. Manchmal sprechen Menschen mit Wehmut über das, wie es früher war. Früher war es schöner, früher waren die Menschen besser, früher lief in der Firma alles gut und an ihrem letzten Arbeitsplatz war es so gut. Es mag dich manchmal nerven, dass Menschen mit Wehmut über die Vergangenheit sprechen. Aber die Psyche braucht das manchmal. Es ist sogar Teil des Trauerprozesses, dass man mit Wehmut über die Vergangenheit spricht. Der Mensch hat die wunderbare Fähigkeit, die Vergangenheit positiver zu sehen, als sie war. Man findet schon in Aufzeichnungen von 1750 vor Christus, dass es früher besser war. Es gibt irgendwelche Dokumente, ich glaube Steintafeln, geschrieben von Hammurabi, wo der Verfall der Sitten beklagt wird. Also man kann sagen, schon seit 1728 vor Christus geht es bergab. Die Inder gehen ja noch weiter. Die sagen, 3227 vor Christus beginnt das Kali-Yuga, das dunkle Zeitalter. Man könnte auch sagen, der Beginn der menschlichen, heute bekannten Zivilisation, der mit der Erfindung größerer Städte und der Hochkulturen im 4. Jahrtausend beginnt, das war der Beginn des dunklen Zeitalters. Da kann man schon wehmütig werden. Aber es gehört irgendwo zum Menschen dazu, die Vergangenheit irgendwo gut zu finden. Und es ist eine gute menschliche Eigenschaft, wenn man irgendwo mit seiner Vergangenheit im Reinen ist. Und das ist man oft, wenn man die Vergangenheit verherrlicht. Und so kann es durchaus hilfreich sein, mit Wehmut an die Vergangenheit zu denken. Es ist vielleicht ein Bedürfnis des Menschen, höre ihm zu, lass ihn schwelgen in der Vergangenheit. Und wenn du nicht mehr magst, dann wechsle das Thema. Aber du musst ihm nicht seine rosarote Brille für die Vergangenheit ausreden. Es hilft Menschen, wenn sie die Vorstellung haben, früher war es gut. Du kannst ihn auch vermitteln, auch heute ist es auch gut. Mindestens die Herausforderungen, vor denen man jetzt steht, helfen einem zu wachsen. Und dieses Wachstumspotenzial wird langfristig wieder gut sein.